Herzlich willkommen zu unserem Finale Furioso unserer Sat.1 Frühlingswettertour mit unserem Reisemobil. Wir sind hier am Lago Maggiore, um für Sie tolle Frühlingsimpressionen einzufangen. Dafür tauschen wir unser Reisemobil mal kurz gegen ein Boot ein, um zu den Borromäischen Inseln im Lago Maggiore zu fahren. Die Temperatur des Wassers sinkt im Winter übrigens kaum unter 4 Grad. Deshalb grünt und blüht hier die mediterrane Vegetation wie im Paradies. Das Wetter wäre ja eigentlich auch paradiesisch, wenn es nicht so trocken wäre. Und die Trockenheit bleibt die ganzen nächsten Tage. Und der morgige Tag startet verbreitet mit viel Sonnenschein. Einzig im Norden und Osten ziehen im Laufe des Tages mal vorübergehend ein paar dichtere Wolken durch. Aber Tropfen bringen diese nur ganz vereinzelt. Höchsttemperaturen am Nachmittag zwischen 16 und 21 Grad, im Norden ein bisschen kühler. Der Sonntag startet teilweise mit Nebel und Hochnebel, vor allem im Norden. Ansonsten setzt sich im Laufe des Tages die Sonne durch. Richtig sonnig wird es im Süden und bis zu 22 Grad warm. Nun sind wir an der Villa Giulia, wo die Kamelienschau vorbereitet wird. So duftet der Frühling. Die Blumen nehmen wir mit auf den Heimweg mit unserem Reisemobil. Genauso wie guten Wein und Pasta. Zum Schluss wünsche ich Ihnen eine gute und gesunde Zeit.